Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zum Twilight Princess Randomizer, hier immer noch im Waldschrein unterwegs und ja, ich glaube, wir haben nicht mehr so viel hier zu tun. Wow, okay, alles klar, hey, 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 jetzt machen wir einen ruhigen hier, ne? So, ziehen wir erstmal durch, würde ich sagen. Nice, können wir da überhaupt durch die Netze, das ist die Frage. Ich glaube nämlich fast nicht, oder? Können wir die kaputt machen? Können wir die mit dem Bumerang kaputt machen? Warte. Ich glaube, wir können da gar nichts machen. Wir haben ja nicht mal ein Schwert. Die Frage ist, warte mal kurz. Ich gehe mal kurz runter. So, er hier. So, das war das Ding. Hier haben wir noch so einen Bombenfred. Ja, genau. Den können wir erstmal wegfetzen. Kann ich vielleicht einfach meinen Morgenstern zu dem hochwerfen? Vielleicht reicht das ja aus, um den Affen zu befreien. Dann wären wir nämlich hier auch erstmal fertig. Könnt ihr mir vorstellen, dass das vielleicht klappt? Sieht ganz gut aus, oder? Jo, geil. Da haben wir das quasi geskippt. Sehr schön, dann nehmen wir noch 20 Rubine mit. Wahnsinn, läuft. Okay, schön, Leute. Sehr, sehr schön. Dann können wir auf jeden Fall noch auf die andere Seite. Ich weiß gar nicht, wie weit wir noch kommen. In der Mitte können wir, glaube ich, noch ein bisschen was machen. Zwei Schatzkisten können wir vielleicht noch absahen. Mal gucken. Hi, Kumpel. Wie geht's? Ah, Schlüssel habe ich nicht. Shit. Okay, gut. Dann hat's das auch schon erledigt. Oh. Wie hinterhältig. Ja, Schlüssel haben wir nicht. Das heißt, hier zack, den mal schnell machen. Und dann hier rein. Ja, da drüben können wir nicht rein. Kein Schlüssel. Wie sieht der Rest? Warte mal, wie sieht der Rest aus? Karte. Ja, da kommen wir auch nicht hoch, weil da braucht man eine Fackel, also die Lampe. Ja. Ansonsten fehlen uns halt Schlüssel und Lampe für den Rest des Dungeons. Hier haben wir jetzt schon einige Affen. Fehlen nur noch zwei Stück. Und der Boss-Key, den Boss-Key haben wir sogar schon. Ja, den Boss-Key haben wir. Ah, ich habe den Enterhaken, ne? Theoretisch. Theoretisch kann ich mich darüber ziehen. Das können wir mal versuchen, weil dann kann ich den Boss machen. Das wäre doch was, oder? Dann können wir den Boss nämlich schon machen. Und dann müssen wir hier nur noch ein paar... Ja, die Affen müssen wir dann theoretisch auch nicht mehr befreien. Dann brauchen wir nur noch die Kisten. Maybe. So. Warte mal. Zack, zack. Den da oben auch. Haben wir die gleich alle fertig, wenn das geht? Ja, den da oben haben wir nicht bekommen. Schade. Egal. Die Mucke, ey. Die passt halt einfach so gar nicht, ne? Als ob ich hier gerade auf irgendeinem Trip bin. Egal. Ist eigentlich dasselbe Spiel. Ich hätte ja auch einfach einen Enterhaken nehmen können, ne? Egal, egal, egal. So, let's go. Ich glaube, hier brauche ich auch wieder einen Schlüssel, um den Affen zu befreien. I'm not sure. Hi, Kumpel. Alles gut, ich will dich nicht töten. Du bist doch mein Freund. Mein bester Freund. Okay, hier brauche ich eine Bombe. Nee, jetzt habe ich... okay. Bomben? Ja, wo kriege ich denn die Bomben her? Bomben? Wo ist denn er hier mit seinem... Ach, hier drüben. Da drüben steht er. Komm mal kurz her, mein Freund. Zack. Da können wir uns schon mal die Schatzkiste holen. Bitte was Gutes, Leute. Bitte was Gutes. Ja, Bombentasche an sich wäre mal geil. Oder die Lampe. Kleider wäre geil. Gerade weil wir jetzt auch demnächst in die Wüste gehen wollen. Da wäre der Kleider super. Nicht nötig, aber super. Oder wir kriegen halt noch mehr Kohle. Ja, gut.
Nehmen wir auch. Okay, dann... Hier müssen wir jetzt ein bisschen gucken, dass wir da oben das Ding frei gesprengt bekommen. Jawohl. Und da oben... Ja, brauchen wir auch wieder einfach nur... Ich hoffe, das geht. Bitte greife ich nicht an. Danke. Ja, da habe ich ja ihn hier. Bam. Tot und ermordet und Affe befreit. Sehr schön. Jo, also den Affen hätte ich halt nicht befreien müssen. Es fehlt jetzt auch nur ein Affe, ne? Und dafür brauche ich einen Schlüssel. Und ansonsten... Ah, ich glaube, wir können den Boss machen. Ich glaube, wir können den machen, Leute. Weil ich denke halt, ich kann mich... Guck mal, ich lasse mich jetzt einfach hier droppen. Kletter hier hoch. Und dann einfach Enterhaken. Let's go. Hä, als ob es dafür gemacht wurde, ne? Oder warum ist das hier? Deko-Elemente. Ja, und dann können wir einfach in den Boss rein. Hä, wie cool. Okay, dann... Nein. Wir könnten... Was ist denn eigentlich, wenn man das mit dem Bogen macht? Das wäre auch interessant. Ich will mal gucken, was man da so machen kann. Okay, let's go. Rein da. Boski Hammer. Also hätte man einen Waldtempel dann fertig. Okay, habe ich jetzt nicht erwartet, dass wir das tatsächlich abschließen, das Ding. Ich will mal gucken, was wir mit dem Bogen anrichten können. Weil theoretisch muss ich das ja so mit Bomben machen. Aber was kann ich mit dem Bogen machen? Okay, da muss das mal rauskommen. Hä? 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 What? Was passiert hier? Unglaublich, wie weit dieses Ding sein Maul aufreißt. Ich sehe gar kein Ding. Ich bin gerade überfordert. Warum geht das nicht? Kann das sein, dass ich gerade irgendeinen Bug ausgelöst habe? Der ist halt nicht gespawnt. Brauche ich doch alle Affen, damit das funktioniert? Kann ich wieder rausgehen? Okay, rausgehen kann ich auch nicht mehr. Hä? Was ist das denn? So, spawne doch bitte. Was habe ich falsch gemacht? Weil ich kein Schwert habe? Hä? Jetzt? Was? Hä, was war das gerade? Ich habe keine Ahnung, Leute. Okay. So, zack. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, was das war, sorry. Ich dachte schon, der Boss fängt mich an. So, let's go. Mit dem Bogen kann ich auf jeden Fall nichts machen. So viel ist schon mal klar. Zumindest nicht in der Phase. Das war sehr merkwürdig. Gut. Dann lass mal sehen. Mit dem nicht mal Sound haben wir. Das ist halt traurig beim Randomizer dann. Ne, normalerweise richtig geile Mucke. Aber ich glaube... Ich glaube, wir können da... Ich weiß nicht, ob man da mit dem Bogen was machen kann. Ich... Probier's mal. Sieht mir nicht so aus. Schade. Okay, dann müssen wir auf den Affen warten. Dann müssen wir... Ja genau, müssen wir einfach warten, dass er kommt. Okay, let's go.
Und dann direkt ins Gesicht. Bam. So, und jetzt schön mit dem... Morgenstern drauf, Alter. So, der kotzt sich jetzt gleich erstmal aus, ne? Das wäre vielleicht so eine Methode, da hätte ich vielleicht mit dem Bogen nochmal drauf schießen können. Das könnte man nochmal ausprobieren. Aber eigentlich... Bam, 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 bam. Oh Gott. Das war's. Okay, easy. Easy win. Ja, die Soundeffekte beim Boss fehlen mir so ein bisschen, ne? Wenn er stirbt und so. Schade. Ah, jetzt. Ein bisschen was haben wir. Jawoll! Du, du. Und wir kriegen den zweiten Enterhaken. What? Geil. Das hat sich ja richtig gelohnt. Ja, nice. Das ist auch geil, glaube ich, für die Wüste. Oder? Ich würde sagen, ja. Ist für die Wüste geil. Obwohl, nee. Für die Wüste brauche ich den gar nicht. Für was brauche ich den? Kumula. Und ansonsten so ein bisschen Zeug. Ja, das war jetzt, glaube ich, Geld. Ein blauer Rubin. Ich kann nicht mehr. Du hast 5 Rubine gesucht. Die hätte ich dir auch so geben können. Mit einer... Alles klar. Die hätte ich dir auch so geben können. Aber der Enterhaken, der da liegt. Das ist eine feine Sache, sag ich dir. So, der zweite. Du hältst einen Greifhaken. Jetzt hast du den Doppelhaken. Sau gut. Schön, da freue ich mich. Jo, hat sich auf jeden Fall gelohnt, nochmal hierher zu kommen. Und da so ein bisschen rumzubacken. Alles klar, wir müssen auf jeden Fall nochmal herkommen wegen, ich glaube wegen einer Schatzkiste, oder? Ne, 2. Wir brauchen einen Schlüssel und wir brauchen die Lampe. Dann können wir den hier dann komplett abschließen. Ansonsten, gute Runde. So, wir saven einmal. Und dann geht unser Abenteuer weiter, Leute. Geil, ich freue mich. Waldtempel ist abgeschlossen. Okay, was können wir machen? Düdüm. Ba-ba-ba. Wir haben echt viel Kohle. Ich würde die gerne ausgeben. Die Frage ist, wo kann ich denn noch ein bisschen Geld lassen? Theoretisch müssen wir irgendwie versuchen, die Goronen abzuschließen. Da fehlt uns aber noch so einiges. Das Blöde ist halt, dass die Goronen aus... der Goronen-Boss-Key aus 3... oder 4... 3 oder 4 Teilen besteht. Ich glaube 3 sind es, ne? Haben wir denn hier noch was? Hier können wir, glaube ich, auch nichts machen, ne? Okay, können wir doch auch... Nee, da muss ich erst den hier bewegen können. Okay, das geht auch noch nicht. Ba-ba-ba-ba-bam. Das können wir auch noch nicht machen, alles klar. Jo, auf Anhieb fällt mir jetzt gerade mit dem Enterhaken noch eine Sache ein. Und ich glaube... Warte mal kurz, aus hier? Haben wir denn... Haben wir hier schon das mit dem Wolf geholt? Ja, ich glaube schon, ne? Ich glaube, das haben wir geholt. Mir fallen auf Anhieb gerade 2 Sachen ein, die ich holen kann. Deswegen, ich teleportiere mich mal ganz kurz als Wolf. Und zwar einmal hier... Denn wir haben jetzt den doppelten Greifhaken. Da können wir jetzt halt an die eine Schlucht, an der Schlucht da vorbei uns hangeln und da uns ein Item holen. Und dann halt bei, ja, bei diesem Innenhof von Hyrule können wir auch in das eine Loch droppen. Und können uns da auch noch was holen. Die 2 Sachen können wir auf jeden Fall machen mit dem doppelten Enterhaken. Schreibt mir gerne noch in die Kommentare, was wir noch so machen können mit den doppelten Enterhaken. Gibt es bestimmt noch ein paar Sachen. So, verwandeln. Mhm.
Zack. Und jetzt kann ich doch bestimmt hier... Ne, warte mal, hier erst, okay. Und dann kann ich hier hin. Da gibt es irgendwo eine Schatzkiste, sicherlich. Oder irgendwas anderes. Ich glaube, eine Schatzkiste ist es. Jo, da steht sie. Fabelhaft. So, ich erwarte was Schönes. Komm schon, komm schon, komm schon. Gönjamin. Es regnet. Shit, nur 20 Rubine. Schade. Naja, hätte ja auch was Besseres sein können. Okay, wir kriegen natürlich wieder mal nur Kohle hinterher geschmissen. Genau, und ich glaube, hier in dem Innenhof ist noch was. Erstmal hier hin. Aber nicht schlecht. Und ich glaube, ihr hattet erwähnt, wir sollen noch mal zu Thelmas Haus gehen, ne? Ich glaube schon. So, nee, hier war der eine Wolf noch. Den haben wir aber, glaube ich, schon geholt. Ich glaube, das war sogar nur Geld. So, ich race mal kurz rüber. In die andere Ecke. Ja, wo können wir denn noch Geld ausgeben, Leute? Bin gerade am Überlegen. Hier, das können wir auch machen. Da können wir Geld ausgeben und wir können vielleicht auch noch was Schönes gewinnen. Da hat das auch eine Idee. Das schaffen wir vielleicht auch noch in der Folge. Das ist ein bisschen komplizierter jetzt. Kann sein, dass ich da vielleicht einen Versuch mehr brauche. Aber wir versuchen mal unser Glück. So, wo gehe ich jetzt erstes lang? Ich gehe erstmal hier lang. So, dann einmal nach oben. Ich glaube, es ist gar nicht so wichtig, dass man sich krass irgendwo hinzieht, sondern eher, dass man überlegt zieht, ne? Weil du musst halt versuchen, irgendwie so Kombos zu machen. Und dich halt durch viele Sachen auf einmal durchzuziehen, das ist manchmal gar nicht so leicht. Die Musik ist auch strange. So, warte einmal hier hin. Und dann versuchen, durch die Roten da durchzuziehen. Das war irgendwie fail. So, dann das Blaue da. Das Blaue noch. Ich bin echt schlecht. Glaube ich. Jo, okay. Alter, die letzte Sekunde einfach noch geschafft. Er hat die... Und... Ah, schade, nur ein Herzteil. Na egal, nehmen wir auch. Naja, schade. Hätte echt gedacht, das wäre was Besseres. Aber egal, wir sind der Meister des Enterhaken-Spiels. Und haben es abgeschlossen. Das freut mich natürlich. Und... Okay, ein bisschen Zeit haben wir noch in der Folge. Wie sieht's gerade mit Insekten aus? Warte, ich guck mal kurz. Ein neues Insekt haben wir, das können wir noch abgeben. Wer weiß, ne? Könnte ja was Gutes sein. Und in der Wüste gibt's halt auch mega viel zu tun. Da werden wir auf jeden Fall einiges noch bekommen. Gibt's halt haufenweise Schatzkisten. Geisterseelen, Insekten auch nochmal an sich. Also da können wir richtig was Gutes tun. So, das geben wir hier noch schnell ab. Und wieder nur Geld. Mann, ich brauche kein Geld. Ja, Leute, schreibt gerne mal in die Kommentare, wofür ich mein Geld ausgeben kann. Was nützlich ist. I'm not sure. So, genau, ich will... Ja, ich gehe nochmal kurz bei Thelma vorbei. Das war hier, oder? Ja. Denn möglicherweise können wir hier noch was triggern. Und dann können wir auch nochmal zum Wald schreien, weil es kann halt sein, dass der eine Typ dann da ist und mit dem goldenen Huhn und so. Und dann kann man halt auf offiziellen Weg als Erwachsener Link noch dahin gehen. Müssen wir mal gucken.
So, dann gucke ich hier einfach nochmal drauf. Ich habe keine Ahnung, wann was getriggert wird. Hier steht halt Schneeberge, bla bla bla. Maybe reicht das? I don't know. Aber gut, Leute, ich würde sagen, das war es auf jeden Fall erstmal für diese Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Und im nächsten Part werden wir auf jeden Fall nochmal ein paar Sachen auschecken. Unter anderem das Loch im Innenhof. Und ob vielleicht der eine Typ jetzt bei den verlorenen Wäldern dasteht. Bis zum nächsten Mal. Euer Zelda-Junge. Tschüssi.